Es scheint wirklich so zu sein, dass vielfach der Regen verrauscht ist. Dieses Zitat aus dem Hohen Lied ruft in Erinnerung die Begebenheit, an die sich die Kirche heute erinnert. Scholastica, nach der Tradition die Zwillingsschwester Benedikts, wohnt mit einer monastischen Gemeinschaft von Frauen in der Nähe Benedikts, aber sie treffen sich nur einmal im Jahr. Und Scholastica weiß diesmal, dass es das letzte Mal sein wird, wenige Tage vor ihrem Tod. Und wie üblich will Benedikt am Abend aufbrechen und nach Hause gehen. Er hat schließlich aus dem Osten Regeln übernommen, die er natürlich selber einhalten will, die er anderen einschärft, an die er sich selber gebunden weiß. Die Schwester bedrängt ihn, doch länger zu bleiben, aber er lehnt das ab. Und sie beginnt zu beten. Und plötzlich bricht das große Unwetter los. Der Regen beginnt zu rauschen. Es ist unmöglich, dass Benedikt nach Monte Cassino zurückgehen kann. Diese Begebenheit, über die wir zuweilen lächeln, zeigt zwei Pole, die für das Leben des Mönchtums so wichtig sind. Die Regel, die Ordnung und das Gebet. Was das Gebet bewirkt, dass es auch einmal eine Regel außer Kraft setzen kann. Die Regel ist notwendig, unabdingbar. Ein Kloster ohne Ordnung ist kein Kloster, sondern ein ziemliches Chaos. Aber ein Kloster ohne Gebet, das ist eine Perversion. Das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Wenn wir in Zeiten leben, in denen ein Kloster nach dem anderen schließt, in dem es keinen Nachwuchs gibt, hierzulande zumindest, vielleicht sollten wir uns dieses rauschenden Regens erinnern, der zustande kam durch das Gebet. Wir haben heute Klöster, die nach außen aussehen wie Klöster, die auch funktionieren wie Klöster. Es gibt einen relativ geregelten Ablauf, es gibt eine Oberfläche, die man sozusagen vom Inhaltsverzeichnis abrufen kann, dass es Klöster seien. Aber sind sie innerlich wirklich Klöster? Das mag erinnern an das, was wir gehört haben in der Lesung, die große Sünde des Jerobeam, die von den Propheten immer wieder zitiert wird. Das ist nicht irgendeine Episode, die wir hier hören, sondern es ist eine Perversion. Denn alles sieht nach außen zunächst aus wie der Kult in Jerusalem, die Lesung betont es. Das gleiche Datum, ein ähnliches Personal, ein ähnliches Fest und natürlich die große Erinnerung an das goldene Kalb in der Wüste. Alles ist wiedererkennbar und doch ist nichts gleich. Es ist die große Umkehrung, es ist die große Aushöhlung. Ja, am Schluss die große falsche Anbetung. Immer wieder zitieren die Propheten die Sünde des Jerobeam als warnendes Beispiel. Ob wir auch heute auf uns die Sünde des Jerobeam beziehen müssen, weil wir dem Gebet nichts mehr zutrauen? Es ist gut, dass es diese Episode gibt, die uns Gregor der Große aufgezeichnet hat, vom Lebensabend der heiligen Scholastica und ihrem Bruder. Denn sie ruft uns in Erinnerung, was wirklich die Essenz eines christlichen und klösterlichen Lebens ist. Die Gefahr, die heute besteht, ist, dass wir sogar beides vergessen. Die Ordnung, die Regel und das Gebet.